mit einer Ramme. Stampfen ist immer gut und Eis. Oh. Mhm. Sehr schön. Ach nein, nein. Mhm. Ja, doch. Hat viel Schönes. Sehr viel Schönes. Okay. Sehr schöner Kampf. So muss es sein. Und ich gehe bei der Gelegenheit mich dann doch erstmal wieder hochheilen. Ja, ich brauche definitiv neue Magiepunkte und es blinkt so schön rot. Gott, hier wird der Totenalarm ausgelöst. Wisst ihr raus? Es könnte wirklich roter Alarm sein. Und es nervt. Ah, der Weg ist so weit. Ich hätte es gewusst, da liegt ein Auto mitgebracht. Oder zumindest einen Roller. Oder Rollschuhe oder was auch immer. So, da oben war das. Was da oben? Das hat hoffentlich da oben zu sein. Jawoll. Und film mal auf. Heilsame Bewegung. Mhm. Das ist so spezielles Wasser. Das macht auf magische Art und Weise betrunken. Mhm. Kennt vielleicht jemand von euch? Von so einem Typen, der heißt Wodka, erfunden. Wollte ich mal so erwähnt haben. So, wir laufen wir zurück. Und noch weiter zurück. Noch weiter zurück. Es gibt übrigens keine Rennfunktion in dem Spiel. Gar keine. Da oben, da unten war nichts, wie gesagt. Weiß gar nicht, wo da war ich stehen geblieben, ne? Nein, eins weiter. War ich tatsächlich schon drin? Ja, war ich. Ha. Ich weiß, wo ich schon drin war. Bin ich gut oder was? Hallo? Was ich hier mache, ich hau dir noch aufs Maul. Ich gieße die Blumen, man sieht mal doch. Bomben natürlich. Hallo 4 raus, weil wir es können. Nein, nein, nein. Ja. Kann ich gleich laden, wenn sowas passiert, glaube ich. Hallo. Bam, 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 bam. Das ist ein weniger Glücksspiel mehr. Soll das Spiel verbieten? Das ist illegales Glücksspiel. Wow. Da hat es heißen, aber ordentlich reingekriegt bekommen. Gut, die kann ja jetzt eh mal Unmacht beenden 3 machen. Und die prügeln sie ein bisschen mit den Pfeifen. Ist geschockt, ist geschockt. Ach, wunderbar. Auf geht's, weiter, weiter. Wunder und fröhlich. Warum bin ich so fröhlich? So fröhlich, so fröhlich, fröhlich war ich noch nie. Wer kennt's? Niemand, halt die Fresse. Komm schon. Geh doch sterben. Bitte. Ah, wie will man aushalten? Das ist doch nicht menschlich. Das können keine Menschen sein. Ach, halt, das sind ja gar keine Menschen. Nur Erfahrungspunkte. Ist das nochmal für ein Level reicht? Hm, schauen wir mal, schauen wir mal. Oh, Magwitz ist kurz vom Level. Das könnte doch gut werden. Ja, ja. Komm schon, ja, bla bla. Das ist immer nur dasselbe. Oh, man kann die Taktik. Klopfen einfach drauf. Und laden dann wieder. Also ist ein Heel, den Heelkopf, den Kehlkopf rausgeschnitten haben.
Ja, ja. Nein, nicht einschätzen. Das hatten wir schon. Stampfen 2, Druckmalung 4 und Flamm Inferno. Ah, ich kämpfe einfach mal weiter, auch wenn es nicht bringen wird. Mhm. Ja. Doch, schön. Mhm. Muss man sagen. Hat viel Schönes. Mhm. Das geht ja nicht. Und da verabschiedet sich Heisen. Wie ich ihm sagte, kann man gleich wieder laden. Weil die Heilsachen will ich mir ehrlich gesagt den Schluss aufheben. Ich musste hier verkaufen den größten Teil, weil ich kein Geld mehr hatte. Und mir aus irgendeinem schwachsinnigen Grund die beste Ausrüstung kaufen wollte. Was ich sonst zwar nie mache, aber egal. Ich starte das Zeug immer und heb's immer bis zum geht nicht mehr auf. Am Schluss des Spiels dann festzustellen, dass ich es nicht benutzt habe. Aber ich hab's aufgehoben für schwere Zeiten. Vielleicht hätte man es ja mal brauchen können, ne? Hätte ja sein können, dass nachdem er das Spiel komplett durchgespielt hat, noch irgendwas kommt, ne? Kann man ja nicht ausschließen. Bloß weil er 100% Spielstand erreicht steht, heißt ja nicht, dass man 100% hat, ne? Ja, künstlich. Ja, ja, gewinne den Schock. Und gewinnt. Ich bin so gut. Ah, sie lernen nichts Neues, verdammt. Aber noch ein Level mehr, das ist immer gut. Ich walze mich dadurch. Und wegen heimlich vorgehen. So für Anfänger. Die Pros machen alles platt, was ihnen entgegenkommt. Ja, ja. Schulterramme. Stampfen ist immer gut, haben wir, wissen wir ja schon. Und Frostdorn. Schluck auf. Ah, ja. Ach ja, schön. Es ist schockierend, wie gut die immer sind. Kurve 2, machen wir gleich richtig, ne? Machen wir es so. Dann blinkt nachher der Bildschirm nicht wieder so nervig. Okay. Kann ich auch nichts mitnehmen? Ja, es nervt. Deswegen kriege ich jetzt mal ein Gegengift. Ich bin so nett. Ich gebe ihm mal was. Ja, nehmt die Drogen. Kommt nächste Woche wieder. Vielleicht geht's euch schon besser. Wenn nicht, naja. Haben wir auch andere Drogen hier im Schrank. Na komm, lauf schneller. Da hinten war ich drin, oder? Ich sehe sie aus, als ob ich mal vergesse. Ah ja, so nur der Raum. Der ist unbedeutend. Für das Spiel nicht relevant. Da gibt es nichts, was man töten kann. Der kann nicht wichtig sein. So. Er läuft den weiten Weg jetzt wieder zurück. Hat noch nie was von Beam gehört. Wie rückständig diese Stadt doch ist. Das ist. Dann muss man immer zeigen, was moderne Technik bedeutet. So. Und eine ganz ungewöhnliche heilsame Wirkung. Habe ich den Stand da hinten schon durchstöbert? Hier ist nichts abzugreifen. Scheinbar schon. Ich kann mich nicht an diesen Schrank erinnern. War der schon immer da? Zweite Etage, scheint mächtige Apparaturen zu wirken. Einfach bedauerlich, dass wir Zeit haben, dem nachzugehen. Aber steht schon viel zu lange hier rum! Ich speichere bei der Gelegenheit erst nochmal. Hacken, hacken, hacken! Ich bin voll der Hacker! Ja. Nu, seid ihr! Schwierig auseinanderzuhalten! Ihr seid es!
Äpfchen, Freunde! Tut so gut, an diesem Ort ein paar vertraute Gesichter zu sehen! Ist traurig, der Boden wird immer trockener und nicht einmal der Kaskorb will mehr spießen. Wir mussten das Siedlung aufgeben. Meine Familie und ich hatten Glück, wir wurden in die Orkenstadt verschifft. Es werden immer die dafür die Arbeit gesucht, die von der Dampfmänner nicht mehr der nötige Sauerfall verrichtet werden können. Aber es sind so viele am Boden zurückzulieben, sie sollen auf unsere Arme heiß werden. Wir brauchen fruchtbare Böden um uns herum. Die Heime waren hier ein großes Geheimnis. Ah, lange Auskunft! Weißt du, was es ist? Es wird bestimmt etwas mit der großen roten Platte zu tun haben. Aber ich sorge mich mehr um den Takten. Gräser und Rotschlingen. Schlinger. Zumindest irgendwelche Mysterien. Wir haben einfach kein Händchen wie diese Zahngewächse. Unsere Heime werden hier Welt noch kahl und grau. Selbst den Takel erscheinen ein heimliches Ambiente vorzuziehen, nach ihren Maßstäben gemessen. Er tut sich nicht viel. Ja, Grünzeug meintet er. Ja, wie Karussell fahren, nur besser. Stein zu Ehren befehle ich, dem Süden grüßen wir zuerst. Dem Uhrensinn verweigere dich, wenn du dann weiterfährst. Süden grüßen wir zuerst. Moment. War das so oder kommt es erst? Halt, Moment, ich bin gerade im Uhrzeigersinn gefahren, ne? Lass mich rein. Stein zu Ehren befehle ich, Süden Uhrzeigewest zu beugen, nicht wenn du den weiterfährst. Ich hab's glaube ich jetzt genau falsch umgemacht. Ich bin schon ein toller Hund. Ich wollte mal zeigen, wie unglaublich gut ich bin. Was ist? Einfach halten! Mach ich auch immer. Oho, ich bin der habe ihn entdeckt. Kannst du es lesen, Weißfläffchen? Allerdings, kleiner Mann. Wäre gut, du, vielleicht lernst du noch etwas. Nö, ist wie in der Schule. Zweiter Echsenkrieg. Der Aufstand der Echsenwiener war furchtbar und untergrub unsere Pläne. Dabei hatten wir schon so viel erreicht. Unsere Herrschaft griff auf die sonnennäheren Kugeln aus. Vor allem der blaue Planet erwies sie als reichhaltige Saugstätte. Zwar bereitete den schwächlichen Gärtneräffchen seine hohe Schwerkraft Probleme, sodass sie zu schnell vergingen, als dass sie Nutzen abwerfen konnten, aber wir begegnen der Schwierigkeit, indem wir ihre Urform, die polaren Fellviecher, blauen Kugeln ansiedeln und ihnen durch sorgfältige Zucht, Gehorsam und Geist einflößten. Wir standen kurz davor, unser Reich zu etablieren, da brach der Echsenaufstand aus. Nie hätten wir uns träumen lassen, ausgerechnet von den Tuppenhirnen der Geschuppten genaht werden zu können. Doch in ihrer langen Dienerschaft hatten sie viel von ihren Herren gelernt. Zu viel. Trafen uns unvorbereitet. Die rohe Kraft ihrer Klauen grub sich schmerzhaft in die empfindlichsten Bereiche. Kurz vor dem Gipfel drohte uns tiefster Fall. Wir zogen alles von den bereits beherrschten Kugeln ab und warfen es gegen die Echsen. Furchtbar tobte der Kampf. Doch dank des skrupellosen Tücke des Ordens der Bürger konnten wir dem Führer des Aufstandes habhaft werden. Erst deren Köpfe rollten, brach die Empörung zusammen. Doch die Verwüstung war immens. Die Verbindung zu den fernen Kugeln war gekappt. So ließen wir die neuen Äffchenzüchtungen zurück und leckten unsere Wunden. So geschehen und geschrieben im vierten Umlauf der 19. Phase, Prätrak, Diener der Bruderschaft der 8 Arme. Hä? Hey! Ja, haben Sie nicht erfasst, was dort geschrieben steht? Na, mein Mittelteil, das ist unübersichtlich! Ja, dein Mittelteil ist immer ganz schlimm, ne? Lieber Leutnant, wir sind die Nachfahren titanischer Zuchtsklaven. Hör mir diesen Unterstellungen! Vom Magwitzel seit all das her! Komm doch jetzt nicht mit Rechnungen in Kleinkarriere Jahrhunderten. Ich rede von ganz anderen Größenordnungen, Leutnant. Hier ist um die ferne Uhrzeit der Menschwerdung selbst. Liebe Güte, Herr Professor, also hatten Sie recht. Die Tentakel waren vor Ewigkeiten bereits auf der Erde. Der Funde hat mich bereits zweifelfrei vermuten lassen. Und nun weiß ich endlich, welche Katastrophe zum Überschutz zurückzuzwangen. Zuvor setzt er die zehn Affen raus, um daraus stabilisierfähige Diener zu formen. In der Tat, Teufel, ich vermute, es waren Exemplare der Art, die wir am Marspol getroffen haben. Beeindruckend, dann gäbe es sogar eine Art familiäre Bande zu diesen Wesen dort. Liebe Pferde. Hilferin! Brand! Mit dem! Kann ich eines Tages bestimmt auch so tapfer wie ihr großen Äffchen werden. Ganz bestimmt, mein Bester. Wir benötigen unser beherzter Team hier und jetzt. Ihr schmart mir zu sehr, als der große Bürger meinte, sie merkte, uns heimholen zu wollen. So, wenn wir versalzen. So, jetzt müssen wir wieder Fragen beantworten. Ich weiß den Text schon nicht mehr. Der Mittelteil war verwirrt. Gürtel nun, schwerster Krieg. Welcher Orden gab Halt und Sieg? Bürger. Ich verstehe das geschrieben.
Juhu, ich kann lesen. Ah, Schatz, der Kristall liegt einfach zu, so da. Mir scheint das etwas zu simpel. Ja. Ist ja ganz was Neues, dass sie einfach nur da liegen. Haben sie ja früher nicht gemacht. Waren ja bei den anderen nicht so, die standen nicht einfach so da. Was hab ich gemacht? Das klingt beunruhigend alarmierend. Ah, ein Kampf. Kampf ist immer gut. Kann nur Erfahrungspunkte sammeln und sterben. Und noch mehr Erfahrungspunkte sammeln, noch mehr sterben, ja. Naja, ist nichts passiert und ich heile jetzt gleich wieder hoch, von daher. 214, jawohl. Ha! Meine Angriffe schockieren die Gegner wieder zu tief. Und dann boxe ich sie einfach um. Oh, ein kritischer Treffer. Der macht halb so viel Schaden wie die anderen Treffer. Und auch kein Schock. Aber naja. Hauptsache irgendwas, ne? Kleinvieh macht auch nichts. Ich bin gerade ein bisschen müde. Ziemlich oft in letzter Zeit. Herrlich. Ich spiele schon wieder für über eine Stunde. Wie habe ich das gemacht? So, Problem gelöst. Kinderkacke hier. Geht nach Hause, Mann! Das ist meine Stadt! Raus! So, was wollen die wissen? Wann wurde das Geheimnis bewahrt? Wann wurde das Geheimnis bewahrt? Ja. Bla bla, das Geheimnis. Bla bla bla. Moment. Ach nee, Moment. Ganz am Schluss war das ja, glaube ich, ne? Vierten Umlauf der 19. Phase. Alles klar, 419. Ha, ich bin voll klug. Voll voll intelligent, Alter, ey. Warte Eingabe. Eis. Ah, okay. Moment. Ich sehe jetzt erst die Schalter. Ah, okay. Dann machen wir das halt einfach so. Dreh dich! Tanz die ganze Nacht, Kleiner. Jetzt aber. Gut gemacht, Leutnant. Dampfmann steht nun direkt vor dem Kristall. Dampf hat einen Kristall genommen, nee. Naja, ich hätte auch nach unten. Naja, egal. Egal, Karl. Nimmst ein Kristall. Ja, schau dir den Tisch an. Mach was Sinnvolles. Wie es im ersten Moment gleich wieder leer wird, wenn man den zweiten einsetzt. Naja, meine Werte gehen im Prinzip. Dann kann ich noch nicht weitergehen, bevor ich nochmal reingehe. Aber jetzt speichern mal. Ich bin schon wieder ganz unten, das ist schlimm. Und dann plötzlich! Dankeschön! Ich kann nicht glauben, dass ihr fähig seid, einfach so darüber hinwegzugehen. Das war meine übliche Verhaltensweise! Dankeschön! Tag lang, um es erschaffen. Wie können wir sie da bekriegen? Nächstes, so wie gegen unsere eigenen Eltern zu Felle ziehen. Mehr noch, gegen unsere alten Götter. Nein, Teufel, verbannen Sie diesen Gedanken, das dunkles Verlies ihrer Seele. Kämpfen Sie gegen das Gefühl an, seine Feinde zu gehorsam verpflichtet. Eine Empfindung, die man unseren Vorfahren List und Tücke angezüchtet hat. Unser Fleisch ist eben Erbteil, aber ich habe mich schon einmal gegen einen Meister aufgelehnt, der meinte, mich als gefühligen Diener erschaffen zu haben. Das ist recht gewesen, wir haben einen Willen, der sich nicht so ohne weiteres unser Jochen lässt. Die fernsten Vorfahren mögen die Tage verehrt und angebetet haben, doch uns hat mittlerweile der Fortschritt beseelt. So auf, erweisen uns als würdigen Vertreter von Kohle und Stahl.
Ja. Weit kann es, glaube ich, nicht mehr gehen, oder? Jetzt auf jeden Fall noch mal was zum Gratis mitnehmen. Muss ich gleich noch mal speichern und wieder runtergehen. Das ist spannend! Ich muss erstmal runterkommen! Gut, ist ja wahrscheinlich wesentlich spannender, wenn ich es nicht schon auswendig kennen würde. Außer die Frage gibt, wie lange die anderen Orte noch den wiederholten Fehlschlägen des großen Bürgers tatlos zusehen werden. Seine Vorfahren mögen ihre Verdienste gehabt haben. Nu, ich kenne griechischen Journalismus 15 Meter gegen den Wind. Das sieht mir ganz danach aus. Endlich! Kann ich sehen, wo das führt? Ein Augenblick, mein Lieber. Willst du etwas sagen? Die Tage sind verrucht geworden. Einige von ihnen die Gedanken frei zu Papier bringen. Ich bin aus dem Gang! Danke! Also, das ist doch. Komm nur mir nach Hause, Freundchen, ja. Drei Knöpfe nur einem Gerät, werden diese Hausfrau oder Promotion. Toll, toll, ich hätte gedacht, dass die Grütze auch braten lässt. Ein mechanischen Panzer. Seine taktische Körperpanzer sind so befahren werden. Nein, so etwas scheint ganz als Königsrüstung von einem Mann getragen werden. Famos, ich bin auch langsam reich, mit am Ungeschützten zu sein. Bitte, Professor, sind zu klein! Denn glatt aus der Rüstung brutzeln! Gas von ihnen, wie die Wahrheit, der hat unschammern zu sagen, Leutnant. Das heißt, er kann die Rüstung nicht tragen. Nein. Aber er. Der hat schon einen Titanpanzer. Der hat einen Titanpanzer. Toll. Ich wusste, es war eine schlechte Idee, Rüstungen zu kaufen. Ich nehme die Wasser. Schrank war ich schon zu Diensten. Bücher der Orden, Geschichte der Echsenkriege in 10 Bänden, über den Aufstieg der Bürger von Erbwaltern zu Hegemonen. Wenn wir nur etwas mehr Zeit hätten, nur etwas mehr. Also, Buchstaben begrenzt, drin zu lassen! Obacht, scheint auch voll schneller als Mensch und so. Sind Sie so tatenlos rum, Frau Blechlings? Er ist verschwunden, er wurde abgeholt, ist noch nicht zurück. Hoffentlich werde ich noch rechtzeitig aufgezogen. Naja, komm. Du bist mich nicht zu jung. Ich stampfe dir voll ins Gesicht. Halt, Moment, ich bin noch gar nicht verwundet. Es kommt erst später. Bei der Gruppe draußen im Gang. Mein Verwaltungshaus ist mal wieder schockierend. Der wird wohl auch nicht schlecht. Das wird er erstmal gut sein müssen. Upsala. Jetzt bin ich fast vorbeigelaufen. Das wäre jetzt peinlich gewesen. Ich laufe am Feind vorbei. Hätte ich nochmal zurücklaufen müssen. Ah, zum Glück hat das Feuer mich auch gehalten. Nein, 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 nein. Ich hasse dich. Okay, das klappt schon mal. Gott, sie kann mich heilen. Warum nicht? Ja, das war's dann. Gleich. Ja. Mhm. Die sind schwierig zu besiegen, sage ich mal. Also, wenn es sich beim ersten Mal klappt, so mit Schocken und so, dann hat man leichte Schwierigkeiten, noch irgendwas gegen die auszurichten. Och nee, komm, muss das sein. Es ist zum Erbrechen. Ich kann solche Monster ins Spiel integrieren. Geht doch nicht. Ist verboten. Schwinger. Stampfen. Rummeilung 4. Der Kampf ist auch so abwechslungsreich und spannend so, ne? Deswegen kann man sich das auch immer wieder antun. Kommt das bloß nicht mit dem dummen Argument, man kann ja vorbeigehen, ne? Geht ein Gegner nicht vorbei. Deswegen mag ich auch Diablo nicht, man kommt einfach nicht vorwärts. Die Heilung war jetzt reichlich unnötig. Gut, wobei bei Diablo ist es ja noch viel, viel schlimmer. Grauenhaft. Ich verstehe nicht, warum sie dann noch einen Teil rausbringen. Aber naja. Manche Leute haben keinen Geschmack. Ach komm.
So, das soll reichen, hoffe ich. Oh, vielleicht auch nicht. Es wäre jetzt besser, wenn es reicht. Uiuiui. Glück. Ganz großes Glück. In Tüten. In der Tat, was für eine Überraschung, dass ein Räuber glühen und Grund eine gewisse Hitze enthält. Er selbst in einer Schau schon, Kerl! Irgendwas scheint mit diesem Zahnräder nicht zu stimmen. Jetzt, wo du sagst, fällt es mir auch ein. Aufwesen, sie greifen gleich hintereinander. Natürlich nicht. Raffinierte Konstruktion scheint mir nichts Geringes als ein Magnetdrahtgetriebe sein. Zahnräder sind gegenteilig gepolt und die so resolutierte Abstoßungskräfte bewirken. Aha! Die gewinnen sich also was! Irgendein Grund! Dann weiter! Schön. Es dreht sich! Mehr muss er doch nicht wissen. Ja, bla bla, komm. Seid aufs Maul hauen, Jungs. Ich seh schon, ich komme mit der Aufnahme nicht durch. Es wird nicht reichen. Mit den ganzen Gegnern, die hier noch rumstehen, die ich töten muss. Tja, hab ich vielleicht mal mit dem Regler, ne? Stuhl über mein Kabel gefahren. Nicht, dass irgendwo meine Kopfhörer nicht mehr geht. Schon schlimmer, diese Entwickler, ne? Ah, ich hätte heilen sollen, ich wusste es. Schock die mal. Scheiße. Ja, das passiert, wenn man nicht heilt. Ja, komm schon. Wir laden gleich nochmal, damit es ein bisschen schneller geht. Ja, komm. Komm mal zur Rande, Junge. Oh, leck mich doch. Könnt ihr das nicht beim nächsten Gegner machen? Aber nicht immer bei mir. Ich glaube, der nächste Spieler, der so dumm ist, das Spiel zu spielen. Den könnt ihr schlagen, wie ihr wollt. Da braucht ihr auch nichts anderes, als diese Giftfolge zu machen.